Herzlich willkommen, meine Freunde, zu meinen Top 10 Trikots der Saison 2014-2015. Also, ich werde euch hier gleich die Top 10, die besten Trikots der Saison vorstellen. Und da sind einige Schmuckstücke dabei. Ja, ich habe das ein bisschen betont, meine Auswahl. Also, natürlich sind eure Meinungen auch wieder gefragt, wie, was ihr davon haltet, was ihr für eine Bewertung geben würdet. Und ja, ich würde sagen, es geht gleich los. Aber ihr könnt natürlich auch nochmal eure Favoriten reinschreiben, falls ihr euch auch für Trikots interessiert. Und es wäre ja auch mal ganz interessant für, ja, Ultimate Team. Ich würde sagen, es geht los mit der Nummer 10. Und da haben wir einen, ja, bekannten Verein, denke ich mir mal. Das ist nämlich, ja, aus Südafrika, Kaizer Chiefs. Ich gebe dem Trikot eine 8,5. Finde das richtig nice. Das ist das Auswärtstrikot. Blau und Gelb. Mal etwas anders. Sie haben ja immer so Tigerstreifen gehabt und so. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, bekommt hier den Platz 10. Weiter geht's mit der Nummer 9 und da haben wir ein französisches Trikot und zwar ist das Olympique Marseille, das dritte, das Ausweichtrikot, bekommt hier von mir eine 8,5. Ich finde das mit dem Hellblau und dem weißen Wappen richtig geil, das sieht wirklich sehr, sehr genial aus und deswegen ist es auf Platz 9 und vor dem Kaizer Chiefs Trikot. Auf Platz Nummer 8 haben wir ein mexikanisches Trikot und zwar ist es von Guadalajara oder so, keine Ahnung, gegen die Bayern auch im Freundschaftsspiel gespielt hat und gewonnen hat. Schaut euch das erstmal das Wappen an und dann wie das da, ja, diese Farben da einfach so wegziehen irgendwie, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Sieht auf jeden Fall richtig tasty aus, Freunde, und deswegen auf Platz Nummer 8. Jetzt kommt der 7. Platz und das hat mich auch schon richtig umgehauen. Vielleicht sogar eine Wahl für mich jetzt schon bei Ultimate Team für mein Heimtrikot. Weiß und Gold, das sieht geil aus. Swansea hatte auch mal irgendwann so ein ähnliches. Ja, das von Tigres, auch mexikanische Liga, 9 von 10, hier die Bewertung. Auf der Nummer 6 haben wir ein griechisches Trikot und zwar das von Panathinaikos Athen und es hat von mir eine 9 von 10 bekommen, weil der Sponsor erstmal richtig geil aussieht und das Gold und Grün einfach zusammenpasst und deswegen kommt es für mich, ja, hier auf Platz Nummer 6. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Platz Nummer 5 und das ist ein Team aus der Barclays Premier League und zwar ist es das Man City Trikot 9,25. Ja, jetzt kommen wir zu den 0,25 hier. Ja, einfach verdient. Schaut es euch an, diese Farben einfach explosiv hier und ja, gefällt mir einfach richtig gut, deswegen auf Platz 5. Jetzt kommen wir schon zum 4. Platz und es wird immer besser und da haben wir ein portugiesisches Trikot und zwar das von Porto. Auch ebenfalls eine 9,25, aber ich finde es noch ein Ticken geiler als das von Manchester City. Schaut euch einfach diese Farben an da. Ah, dieses Eisblaue und keine Ahnung, das passt einfach richtig geil zusammen und deswegen auf Platz 4. Jetzt kommen wir zur Nummer 3 und da haben wir ebenfalls ein französisches Trikot und zwar das von Olympique Lyon. Und ich stehe richtig auf diese Farben. Weiß, Silber, Blau, Dunkelblau, passt perfekt. 9,5 Bewertung. Für mich sieht das einfach richtig geil aus und deswegen auf Platz 3 verdient. Jetzt kommen wir schon zu dem, ja, zu dem Trikot Nummer 2. Und das sieht richtig heftig aus. Oh mein Gott. 9,75 hier die Bewertung von UNAM. Ja, die letzte Saison war nicht so ganz so. Da habe ich die Trikots nicht so gefeiert. Aber das sieht richtig geil aus. Gold und dunkelblau. Ach du Scheiße, Freunde. Das sieht richtig, richtig geil aus. Deswegen verdienter Platz 2. Jetzt geht's los zur Nummer 1 und das wird hier heute Ajax Amsterdam sein. Was haben die für Trikots, Freunde? Auch das Heimtrikot wieder, das gleiche wie im letzten Jahr, sieht einfach fantastisch aus. Einfach mega und ja, das Auswärtstrikot wieder unnormal krank mit diesen Neonfarben. Hat mich natürlich wieder komplett umgehauen. Ich stehe auf, ja, mal Neonfarben, ein bisschen was Ausgefalleneres. Blau ist meine Lieblingsfarbe, ja, erkennt ihr wahrscheinlich jetzt, wenn ihr alle Trikots jetzt nochmal euch angeschaut habt. Und das soll es gewesen sein von den Top 10 Trikots, meiner Meinung nach. Das ist einfach mein Geschmack und ich finde es einfach richtig geil. Und ja, da wird das ein oder andere Trikot wahrscheinlich auch bei Ultimate Team, dann in meinem Ultimate Team dann auftauchen. Und ja, jetzt könnt ihr natürlich noch reinschreiben, welches ihr am besten fandet, ob ihr noch ein anderes irgendwie feiert. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Also Freunde, das war's. Meine Meinung, wie gesagt. Und ja, wenn ihr eine andere habt, schreibt es in die Kommentare. Müsst nicht grundlos disliken, aber könnt ihr natürlich auch gerne tun. Und ja, Hauptsache dann eine Bewertung dalassen. Würde mich freuen, haut rein und bis zum nächsten Mal.